Ja, hallo, grüß dich, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mission Millionär. Heute soll es gehen um das Thema Teambuilding versus Team Leadership. Jetzt meinst du vielleicht, Moment mal, Teambuilding, Team Leadership, ist das nicht genau das Gleiche? Absolut nicht genau das Gleiche. Und hier mal meine eigenen Erfahrungen, also nicht aus irgendwelchen Büchern oder aus der Theorie, sondern aus meiner eigenen Praxiserfahrung langjährig. Dieses kurze Video zu diesem Thema, etwas Aufklärung, glaube ich, ist nötig da draußen. Wenn dich das Thema interessiert, dann bleib dran, gleich nach dem Intro geht's weiter. Ja, hallo, grüß dich hier auf meinem Kanal Mission Millionär, dem Kanal, wo es geht um Geld verdienen, sowohl als auch Geld investieren und Unternehmertum. Und heute das Thema Team Leadership auf der einen Seite und Team Building Skills auf der anderen Seite. Ja, was ist da genau der Unterschied? Und da gibt es gravierende Unterschiede und hierzu mal gleich ein paar Beispiele aus meiner eigenen Historie, was auch vielleicht viele von den Personalern da draußen noch nicht so richtig verstanden haben, der Unterschied zwischen diesen beiden. Ganz einfach, du willst Millionär werden, du willst Geld verdienen, du willst erfolgreich werden. Früher oder später musst du letztendlich skalieren. Ja? Skalierung ist es letztendlich das, was dich vom Einzelkämpfer zum Unternehmer unterscheidet. Und offline ist es natürlich noch krasser, weil offline brauchst du natürlich noch mehr Menschen. Und die muss ja dann jemand auch managen, die muss jemand erstmal richtig ausselektieren und ja, letztendlich in Teams bilden, ja, die dann auch irgendwie harmonieren oder beziehungsweise funktionieren müssen. Und das gilt aber auch für online wie auch offline, weil irgendwann ist dann die Grenze erreicht, was du letztendlich als einzelne Person letztendlich machen kannst oder beziehungsweise machen willst. Das heißt, du willst dich irgendwie zu Tode schuften. Und gut ist natürlich, diese Sachen mal auszuprobieren, wenn es dir möglich ist, in einer Firma als Angestellter dort einfach dich hochzuarbeiten zu einem Teamleader, sogenannten Teamleader, ja, oder Teambuilder. Und dort eben deine Erfahrungen zu sammeln. Jetzt mal ganz kurz der Unterschied auf den Punkt gebracht. Ein Teamleader, ja, hat eine völlig andere Aufgabe als wie ein Teambuilder. Ja, warum ist es so? Ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel aus dem Vertrieb, Sales. Ja, wenn du ein Sales-Team hast, oder du willst ein Sales-Team aufbauen, weil du willst skalieren, letztendlich in der Offline-Branche oder eine Kombination aus Offline und Online, das heißt in Branchen, die erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen haben, wirst du nie um Menschen herumkommen, die letztendlich den Telefonhörer in die Hand greifen, in die Hand nehmen und ganz normalen Oldschool-Sales oder Beratung oder Marketing machen. Ja? Und im Vertrieb oder im Sales hast du dort in der Regel Leute, die alle ein Common Goal haben, im Sinne von, sie alle werden performancebasiert, in der Regel werden sie performancebasiert bezahlt. Ja, das heißt, sie sind extrinsisch in der Regel motiviert. Ja, also du magst mir jetzt sagen, was du willst, und es gibt bestimmt auch einige Personaler, die haben dann so Vorstellungsgespräche. Ist Sales und Marketing deine Leidenschaft? Ne? Und wenn in einem Job, in der Jobbeschreibung, wo es letztendlich nur um Sales geht, ja, ja gut, dann sagst du ja, das ist meine Leidenschaft. Letztendlich geht es um Geld. Ja? Jemand, der einen Hardcore-Sales-Job sich bewirbt, für einen Hardcore-Sales-Job, also das heißt wirklich, wirklich anstrengenden Telefon-Sales oder insgesamt Sales, ja, da ich rede jetzt nicht vom so Bestandskundenpflegevertrieb, ne, wo du einfach deine Terminchen abfährst und ab und zu mal eine Präsentation hältst. Auch das ist anstrengend, je nachdem, wo du arbeitest, ja. Aber so
richtiger Sales, wo du dann letztendlich viele Closes machen musst am Tag und so, das haut schon ziemlich rein. Und dort bist du natürlich mit anderen Leuten im Team, die genau das gleiche Ziel haben. In der Regel extrinsisch motiviert, das heißt letztendlich, es geht ums Geld verdienen, ja. Zum größten Teil, teilweise ausschließlich. Und diese Leute im Team, die haben alle dasselbe Ziel letztendlich. Sie wollen alle möglichst viel Umsatz machen. Die kriegen dann in der Regel ihre Kunden zugeordnet oder ihre Bereiche nach Postleitzahl oder was auch immer. Aber um da sozusagen ein bisschen Struktur und Ordnung dann drinnen zu halten. Aber da komme ich gleich noch dazu, warum das nicht immer so einfach ist. Ja? Und ich habe da meine eigenen Erfahrungen auch schon gemacht. Ja? Und das andere Thema, und hier, ja, weil in diesem Fall bräuchtest du letztendlich Team Leadership Skills, denn du brauchst jemanden, der dieses Team führt, weil sonst herrscht da absolutes Chaos. Die Leute, die Sales-Leute sind so stark motiviert beim Sales und auf Performance basiert, bezahlt, ja, und extrinsisch motiviert, dass sie sich letztendlich sonst die Kunden wegnehmen gegenseitig. Also es passiert sowieso noch zu häufig, ja, dass da immer Konflikte entstehen, ja. Das war mein Kunde, dein Kunde und so weiter und so weiter, ja. Also das ist letztendlich, da brauchst du wirklich gute Leadership Skills, jemand, der dieses Team dafür sorgt, dass die sich ständig die Köpfe einschlagen, mit anderen Worten, ja. Und das ist extremst anstrengend, ja. Wenn du dann letztendlich als Teamleader dann auch noch selber, hätte schon solche Situationen, wo ich als Teamleader dann bezahlt wurde, aber ich letztendlich auch noch selber sozusagen auch noch meinen Sales machen musste, dann war sowieso irgendwann, habe ich dann nur noch so gezittert, ne, weil es einfach Overload war, ja. Also Team Leadership ist, wenn ich Leute habe im Team oder ein Team bauen muss, ja, die alle letztendlich Konkurrenten zueinander sind. Das ist das entscheidende Kriterium. Team Building ist was anderes. Team Building ist letztendlich, wenn ich ein Team baue, hier sind wir zum Beispiel bei Creative Teams, also Teams, die eine Webseite bauen, ja, und da habe ich Leute, oder programmieren, da habe ich Leute, die unterschiedliche Kernskills haben, das heißt Kernkompetenzen. Das heißt, der eine ist sehr gut in der Grafik, der andere ist sehr gut in der Programmierung Frontend. Ein weiterer im Team ist sehr gut in der Programmierung Backend und so weiter. Dann ein wieder weiterer ist sehr gut im Texten, ja, der hat da eben seinen Fokus. Und all diese Personen sind in der Regel nicht Konkurrenz zueinander, sondern ergänzen sich. Und das ist das entscheidende Kriterium beim Team Building. Das heißt, beim Teambuilding ist letztendlich die Aufgabe, dass ich ein Team mit Personen zusammenführe, die jeweils sich nicht im Wege stehende Kernkompetenzen haben, die sich alle ergänzen und ein höheres Ziel sozusagen verfolgen, zum Beispiel gemeinsam eine Webseite erstellen oder gemeinsam ein größeres Programmierprojekt oder eine größere Webpräsenz erstellen für irgendeinen Kunden oder sowas. Und das ist eben Teambuilding. Und im Teambuilding habe ich einen ganz anderen Job. Ich muss einfach möglichst Leute finden, die zusammen, ja, so gut kooperieren und zusammenarbeiten, ja, sich ergänzend, dass ich letztendlich als Teambuilder, wenn ich da meinen guten Job gemacht habe, fast nichts mehr zu tun habe. Ich muss nur noch so ein bisschen kontrollieren vielleicht, ja, also überhaupt nicht vergleichbar mit einem Teamleader, ja. Und also viel, viel weniger anstrengend, wenn ich da eben das richtige Team zusammengebaut habe. Beim Teamleader habe ich eben lauter Leute in meinem Team, die sich sozusagen wie im Wettbewerb stehen zueinander, ja, gewollt. Ja, das Wettbewerbssituationen gibt es natürlich immer überall, aber beim Teamleader, also zum Beispiel beim Sales-Team, Vertriebsteam, die stehen im Wettbewerb zueinander, ja. Irgendeiner setzt die Benchmark, der andere sofort hinterher, ja. Bei mir war es sogar teilweise so, einmal, wo ich letztendlich Sales-Teams-Leute aufgebaut habe, und ich dann mal 1, 2, 3 Tage nicht anwesend war und sogar meine eigenen Leute teilweise dann bei Kunden telefoniert haben, die eigentlich meine Kunden waren. Also da herrscht sehr, sehr hoher Druck, ja, und sehr, sehr hohe Konkurrenzdenken. Ja, eigentlich jeder für sich selbst, aber man muss trotzdem sozusagen insgesamt ein Team bauen, weil man mit einer Person alleine die insgesamt die Performance nicht abbilden könnte, ja, also zum Beispiel 2, 3 Märkte zu bearbeiten oder, ja, also oder 2, 3 Regionen in Deutschland, ja, weil es einfach zu viel Arbeit gibt, ne? Also man braucht also ein Team, um das Ganze abbilden zu können,
für einen bestimmten Kunden. Mal angenommen, du machst jetzt ein Sales-Team für Dell Technologies, ja, für eine gewisse Storage-Lösung oder irgendwie sowas, ja, oder für irgendein großes Finanzdienstleister, für ein ganz bestimmtes Finanzprodukt oder irgendwas, ja, also dann hast du lauter Leute, die letztendlich miteinander in Konkurrenz stehen die ganze Zeit, und da brauchst du ganz krasse Team-Leadership-Skills, dass sich da diese sozusagen nicht ständig kloppen, ja. Und bei Teambuilding ist was völlig anderes, da hast du in der Regel kreative sich ergänzende Personen, ja, und da ist eigentlich das Ziel, dass das Ganze mehr oder weniger von alleine läuft, ja. Und deswegen gibt es da sehr viel da draußen, denke ich mal, auch bei jungen Personalern, die da noch nicht so viel Erfahrung haben und Leute ständig einstellen und dann sehr hohe Fluktuationen erzeugen, weil sie nicht so viel Wissen haben eben oder so viel Erfahrung gesammelt. Ganz krasser Unterschied zwischen Teambuilding, ja, und Teamleadership, ja, weil man da letztendlich ganz andere Ansätze benötigt, um hier erfolgreich sozusagen skalieren zu können. Ja. Also das gewesen sein, Unterschied zwischen Teambuilding und Teamleadership, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen irgendwie einen Gedankenanstoß geben, wenn er da schon mal mit Erfahrungen hatte und irgendwie stecken geblieben ist oder ja grundsätzlich, wenn du Bock hast, irgendwann mal auch zu skalieren oder einfach mehr Geld zu verdienen, dich selbstständig zu machen und einfach ein Team aufbauen willst oder musst oder kannst. Ja. Ich kann nur eins sagen, es ist Teams aufbauen ist somit das Anstrengendste, was es überhaupt gibt. Ja. Also es ist 10-mal einfacher, sich in irgendein Tool einzuarbeiten, als wie Teams aufzubauen, die dann auch funktionieren. Ja. Also du kannst dich schon mal darauf gefasst machen, dass bis du mal ein Team hast von, sagen wir mal, 12 Leuten, die wirklich gut funktionieren, musst du ungefähr mal 30, 40, 50 Leute, ja, erstmal durchtesten. Ja. Wie gesagt, ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung. Es gibt nämlich ganz viele Leute da draußen, die halt einfach nicht die richtigen sind. Und bis du dann mal so ein Team hast, vergeht viel Zeit und viel Mühe, viel Energie und viel Aufwand. Also, auch an alle da draußen noch abschließend, die immer sagen, ja, skalieren und du bist ja kein Unternehmer, weil du hast ja keine Mitarbeiter und so weiter. Und du bist erst ein richtiger Unternehmer, wenn du mal 40 Mitarbeiter hast. Tja, schau da mal genau hin, ja. Wie haben die Leute, die das sagen, ja, ihre 40 Mitarbeiter aufgebaut? Wahrscheinlich nicht alleine, weil, ja, so viel Kaffee kannst du gar nicht trinken, ja. Okay, das soll es gewesen sein für dieses kurze Video. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant für dich zum Thema Unternehmertum, skalieren, letztendlich auch mehr Geld verdienen und dann Daumen hoch. Hier ist das nächste Video und abonniere meinen Kanal. Bis dann. Tschüss, dein Thomas Klein.